Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von App-Tests Video. Ein Jahr gibt es das Blog jetzt schon und deswegen gibt es heute Zubehör, nämlich diese Filztasche von Almwild. Gibt es in drei Sorten mit jeweils verschiedenen Preisen. Das Beispielmodell, was ich hier habe, kostet 19,95 €, ist aber aktuell wie alle anderen Hüllen auch reduziert auf 17,95 €, das hier. Aber dann kommen wir erstmal auf die Tasche zu sprechen. Das Design der Tasche ist schlicht gehalten, wie das Design des iPhones auch. Also es gibt sie in fünf Farben, nämlich in Grau, wie ihr sie hier seht, dann in Rosa, in Blau, in Grün und in Braun. Die graue Tasche hat wie alle anderen hier an der Seite so Nähte, also so ja, rote Nähte. Hier unten steht dann groß Almwild drauf. Der ist auf allen Taschen grün, also auch auf der grünen. Die Rückseite ist leer, also unbeschriftet. Aber da seht ihr auch hier diese Naht, die an der ganzen Seite lang geht. Hier oben seht ihr den Einschub für das iPhone. Da könnt ihr das dann so reinstecken. Erstmal jetzt zur Herstellung noch was. Die Tasche wird in Deutschland hergestellt, ist also kein Billigprodukt irgendwie aus Asien oder sonst woher, wo dann die Leute ausgebeutet werden, sondern aus Deutschland in Handarbeit hergestellt, also mit einer Nähmaschine halt hier außen und hier unten. Und deswegen ist es halt passgenau, also das iPhone 3G passt hier sehr gut rein. Kann man schön reinstecken und das Gute ist, dadurch, dass es passgenau ist und von Hand hergestellt ist, hält das iPhone da drin, also ich kann die hier so auf den Kopf halten. Und es fällt halt nichts raus, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Aber das gefällt mir echt gut, also sehr schön, wie das hergestellt wurde. Dann kommen wir zur Verarbeitung. Durch Handarbeit natürlich sehr hohe Qualität. Hochwertig verarbeitet hier die Nähte, die sind ganz fest, ganz stark und auch ganz sauber gemacht. Also hier oben nicht irgendwie noch ein Faden, der da halb raushängt, wie man das von so günstigen Hüllen kennt. Sauber verarbeitet, wie schon gesagt, keine Fäden hier an der Seite, die Ränder, die passen ganz genau, also genau aufeinander abgestimmt, halten auch sehr gut und also gut verarbeitet, das gefällt mir echt sehr gut. Das iPhone kann nicht herausfallen, wie ich gezeigt habe. Und die Hülle ist schmutzunempfindlich, schreibt der Hersteller auf der Webseite, also wenn euch das Ding mal in eine Matschpfütze fällt, ist es natürlich dreckig, aber so im alltäglichen Gebrauch in der Hosentasche oder auf dem Schreibtisch oder wo man es dann hinlegt, sollte das eigentlich nicht dreckig werden. Wie man es sauber macht, kommen wir später noch zu. Erstmal will ich euch noch zeigen, also das iPhone könnt ihr hier so reinstecken. Einmal so rum oder andersrum. Und wenn ihr es so rum reinsteckt, dass der Home-Button hier so rausguckt, könnt ihr nämlich auch ein Ladekabel anschließen und das iPhone trotzdem in der Hülle haben. Also ich zeige euch das mal kurz. Und dann könnt ihr das aufladen und trotzdem in dieser Hülle liegen haben. Und das sieht dann auch schick aus. Also sie ruft immer wieder Begeisterung hervor bei den ganzen Leuten. Jetzt zum Waschen der Hülle, falls ihr sie mal wirklich in eine Matschpfütze schmeißt. Nur mit der Hand waschen, bloß nicht mit einer Waschmaschine. Weil dadurch wird der Filz anders, also der verfilzt sich dann noch mehr und das ist schlecht. Also mit der Hand in einer Seifenlauge waschen und dann langsam trocknen lassen. Also bloß nicht zu schnell trocknen lassen, weil das ist auch schlecht für die Hülle. Wir kommen jetzt aber noch nicht zu meinem Fazit, sondern Almwild und ich haben uns eine Aktion ausgedacht. Nämlich ihr bekommt 3 Euro Rabatt auf jede Hülle, die ihr bestellt, wenn ihr den Gutscheincode angebt. Der lautet Almfreunde 1969. Den könnt ihr bei der Bestellung einfach auf der Webseite angeben und dann ist das gut. Also diesen Code auf jeden Fall merken, wenn ihr euch so eine Tasche kaufen wollt. Dann kriegt ihr nämlich 3 Euro Rabatt auf die Tasche. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Unternehmen zurück, bevor wir zu dem Fazit kommen. Also ich finde, das Unternehmen, es kommt mir so ein bisschen so ländisch vor, also so wie so auf dem Land, aber sehr schön ländisch, also ich zeige euch mal den Brief, den ich von denen gekriegt habe.
Also auf der Vorderseite quasi ein ganz normaler Brief, hier oben Briefmarke und das Einbild-Logo. Auf dem Brief hier hinten ist ein Siegel drauf, so richtig aus Wachs. Das hat mir sehr gut gefallen und das, ja, das zeigt einfach, dass die Hüllen mit Liebe hergestellt werden und nicht so irgendwie, man muss halt 300 am Stück schaffen. Dann hier nochmal der Brief, den ich von denen gekriegt habe. Alle Produktmerkmale nochmal aufgezeichnet und alles, also gefällt mir wirklich sehr gut, die Firma. Haben auch netten Support, also falls ihr Fragen habt, einfach denen eine Mail schreiben. Adresse findet ihr auf der Webseite. Sehr nett, die ganzen Leute da. Und jetzt zu meinem Fazit. Also die Hülle gefällt mir sehr gut, ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für euch, wenn ihr die 20 Euro investieren wollt, die aber auf jeden Fall gut investiert sind. Sie ist passgenau, also das iPhone kann so nicht rausfallen, das gefällt mir ganz gut. Dann ist sie natürlich toll verarbeitet, also man kann sie in die Hosentasche stecken. Und das Gute an so einer Hülle, die auch das Display und die Rückseite schützt, ist, dass man auch einen Schlüssel in die gleiche Hosentasche stecken kann. Sehr gut. Die Hülle ist hübsch, also finde nicht nur ich, sondern auch andere Leute, denen ich die gezeigt habe, gefällt die Hülle sehr gut. Gut finde ich auch die Herstellung in Deutschland, also dass man halt wirklich weiß, es ist qualitativ hochwertig und es wurden keine Leute ausgebeutet, wie es bei günstigeren Hüllen ja der Fall ist. Und gut gefällt mir auch, dass man aus 5 Farben wählen kann, also so kann man halt, wenn man so ein, ja, wenn man ganz gerne rosa mag, kauft man sich halt eine rosa Hülle. Und in dem Brief, den ich gekriegt habe, stand auch, dass grau und rosa die beliebtesten Farben sind. Also scheint wohl am beliebtesten zu sein, sowas Schlichtes oder halt rosa. Aber man kann da wirklich schön auswählen, also das gefällt mir echt gut. Und vergesst nicht, den Gutscheincode einzulösen, wenn ihr euch so eine Hülle kauft. Ihr werdet dann nach einem Gutscheincode gefragt, also könnt ihr gar nicht verpassen, den einzugeben. Ja, euch viel Spaß mit der Hülle und das war jetzt quasi die Jubiläumsausgabe, die aber leider eine gute Woche zu spät kommt. Viel Spaß!